Hi, dieses Video soll eigentlich nur ein bisschen der Vollständigkeit halber sein, weil es kann ja sein, dass manche von euch noch nicht von den Rauhnächten gehört haben, nicht wissen, was das ist und vielleicht ein bisschen fürs Verständnis das gerne mal gehört haben wollen. Man kann die Meditation natürlich aber auch ohne das Wissen oder auch ohne, dass man die Rauhnächte feiert, benutzen für die Reflexion des Jahres und das Loslassen von Alten. Genau. Vorab nochmal gesagt, das Video wird hier nur ganz kurz und gar nicht vollständig, weil ich glaube, da gibt es andere Content Creator, die das weitaus besser machen, die ihre Arbeit dem auch widmen. Ich zum Beispiel habe von den zwei Content Creatoren Laguri und Matcha Mornings, Christina und Melia sehr viel gelernt. Das hat sich für mich auch sehr stimmig angefühlt, weil die sehr viel das Moderne mit dem Alten verbinden und nicht nur im Alten bleiben, weil tatsächlich viele Bücher zum Beispiel auch viele das noch sehr in den alten Traditionen machen und das schwer manchmal ist, ins moderne Leben reinzubekommen einfach. Falls ihr Lust habt, da mehr zu erfahren, die beiden haben dieses Jahr auch ein Buch geschrieben über die Jahreskreisfeste und die Rauhnächte. Da steht auch nochmal alles sehr viel ausführlicher drin. Genau, fangen wir an mit Joule. Je nachdem, wie man die Rauhnächte feiert, beginnen die Rauhnächte am 21. Dezember mit Joule, der Wintersonnenwende. Wie ihr vielleicht schon in meinem Ostara-Video gehört haben, sind die Naturkreisfeste, Jahreskreisfeste, wie man sie auch nennen mag, alle so germanisch-nordischen Ursprungs und sind da auch tief in die Mythenwelt involviert, eingewebt, sage ich mal. Von Joule kann man sagen, an der Wintersonnenwende wird symbolisch die Sonne wiedergeboren. Da ist es nämlich die längste Nacht und der kürzeste Tag und ab da werden dann die Tage immer länger wieder. Also entweder beginnen die Rauhnächte am 21. Dezember mit der Wiedergeburt der Sonne oder man kann sie aber auch ab dem 24. Dezember feiern. Und jetzt erstmal, was sind die Rauhnächte überhaupt oder wie sie entstehen? Rauhnächte sind sozusagen die Tage zwischen den Jahren, die entstehen durch die Differenz des Sonnenjahres und des Mondjahres. Das Sonnenjahr hat ja 365 Tage und das Mondjahr hat 354 Tage und da ergeben sich dann 12 Tage, die sozusagen zwischen den Jahren liegen. Beziehungsweise 12 Nächte und 11 Tage, so Rauhnächte. Früher, und heute kann man das natürlich auch so machen, haben die Menschen diese Zeit in tiefer Reflexion verbracht, mit Räucherung, deswegen auch Rauhnächte unter anderem, daher der Name, um die bösen Geister des alten Jahres wegzuräuchern, die guten fürs neue Jahr reinzuholen, ganz knapp gesagt. Und heutzutage ist es natürlich auch eine super schöne Zeit, um für sich selber zu reflektieren und das neue Jahr ein bisschen zu planen, zu strukturieren, vielleicht auch ein bisschen zu orakeln, zu visualisieren, je nachdem, wie tief man da reingehen möchte. Ich habe es ja schon in meinem anderen Video gesagt, ich finde, dass diese Natur-Jahreskreisfeste immer sehr mit meiner Natur resonieren. Ich finde, dass man da gut zur Ruhe kommen kann und es ist einfach wunderschön, auch fürs nächste Jahr zu reflektieren, was man vielleicht möchte, wie man sich fühlen möchte. Unter anderem kann man da zu den Rauhnächten ein 13-Wünsche-Ritual machen. Das heißt, man schreibt sich 13 Wünsche auf, verbrennt 12 und den 13. Wunsch erfüllt man sich dann selber. Das heißt, 12 Wünsche werden vom Universum übernommen und den 13. erfüllt man sich dann aus Eigenverantwortung selber. Oder ich zum Beispiel mache es auch gerne, dass ich Tarotkarten lege, ziehe
oder mir ein Vision Board mache. Das ist ein bisschen anders bei mir als so ein Manifestationsboard. Das heißt, ich mache da weniger die Sachen drauf, die ich haben möchte oder so, sondern eher sinnbildlich Fotos, Gegenstände, wie ich mich in dem Jahr fühlen möchte. Und ich benutze das Vision Board immer wieder, um in meine Energie in dem Jahr zurückzukommen, in dem, was ich, wie ich sein möchte, wo ich meine Ziele hinfühlen möchte, als dass ich mir wirklich feste Ziele setze. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Für mich klappt das im Moment einfach am besten, dass ich eher gucke, in welcher Energie möchte ich bleiben, als dass ich schaue, welche Ziele im Genauen möchte ich vielleicht erreichen. Vielleicht ist das auch eine Variante für euch, wenn ihr auch nicht so die Person seid, die sich konkrete Ziele setzen möchte, vielleicht um auch auf die Zukunft offen zu halten und vielleicht auch mehr aus der Zukunft zu bekommen. Ihr könnt euch natürlich auch Ziele setzen. Das ist dann natürlich auch total gut in diesen Nächten zu manifestieren. Also kurz gesagt nochmal, die Rauhnächte sind die 12 Nächte, in denen du so richtig witchy sein kannst und deine Rituale, deine Reflexion, vielleicht deine Manifestation zu machen. Alles, was du möchtest, zur Ruhe zu kommen, nochmal neue Kraft fürs neue Jahr zu sammeln, um dann ins neue Jahr zu starten. Was ich noch vergessen habe zu sagen, falls man zum Beispiel am 24. anfängt, die Rauhnächte zu feiern, die gehen meistens so bis zum 6. Januar, also drei Könige. Allerdings ist es ja auch immer so ein bisschen Zeit. Man kann auch einfach sagen, dass der komplette Januar noch für die Rauhnächte beziehungsweise die Reflexion fürs neue Jahr genutzt werden kann, weil da noch diese gleiche Energie herrscht. Jetzt zum Beispiel auch haben die Rauhnächte ja schon angefangen und wir sind mittendrin, aber das macht gar nichts, wenn du zum Beispiel jetzt noch anfangen möchtest. Genau, ich hoffe, das war für dich vielleicht ein ganz kurzer Überblick über die Rauhnächte. Falls ihr doch noch von mir auch ein ausführlicheres Rauhnächte-Video haben wollt, schreibt es mir gerne. Dann mache ich das vielleicht noch für nächstes Jahr. Ansonsten, wie gesagt, gibt es ganz tolle Content-Creator, die damit auch schon viel arbeiten und die tolle Sachen machen, die viele Programme machen, die auch richtig Spaß machen und die vielleicht auch für euch was sind, wenn ihr daran interessiert seid, die Rauhnächte zu feiern. Dann wünsche ich euch ganz schöne und besinnliche Tage und einen guten Start ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann. Bis dann!